Hi und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, eure Dori von Bricoflor Deutschland. Da es in den letzten zwei Videos eher um technische Aspekte ging, werden wir heute mal das Thema Interior Design aufgreifen und haben da etwas für euch vorbereitet. Das Thema heute ist ein wenig kreativer. Es geht nämlich um Tapetentrends. Wir haben uns heute dafür entschieden, dass wir euch mal verschiedene Dekore vorstellen, wie zum Beispiel unsere beliebte Reihe Dschungeltapeten und Flower-Tapeten bzw. florale Muster. Wie ihr schon hier in unserem Hintergrund sehen könnt, haben wir hier eine schöne Flower-Tapete für euch. Es gibt aber natürlich noch super viele andere Dekore, wie zum Beispiel Steintapeten. Steintapeten sind ebenfalls sehr beliebt zur Akzentuierung, wie zum Beispiel in Küchen oder Wohnzimmern. Bei Steintapeten habt ihr ganz, ganz verschiedene Auswahl zwischen dunklen Steintapeten, graue Stufen oder auch rötlichen Steintapeten. Ein Bestseller in Deutschland vor allem sind ebenfalls Betontapeten, also graue Tapeten, die man auch ein wenig vielseitiger einsetzen kann und nicht nur wie große Muster als Akzentuierung. Ein Dekor, was auch schon immer vertreten ist, ist das Barockdekor. Wir zeigen euch gleich auch nochmal hier ein paar Beispiele, wie schön ihr auch Barocktapeten in euer Eigenheim einsetzen könnt. Hier haben wir zum Beispiel eine Versace-Tapete. Wie ihr sehen könnt, ist es im Eingangsbereich und eben hauptsächlich zur Akzentuierung. Manchmal ist da von der Möbelgestaltung her weniger mehr, da die Tapete nun mal sehr auffällig ist. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir die Barocktapete. Schön mit einem Kronenleuchter, aber trotzdem ein großer Raum, wo die Tapete dann gar nicht mehr so wuchtig wirkt. Hier ein kleiner Einblick in so eine Art Boho-Esszimmer, wo eine Barocktapete angebracht ist. Ihr könnt sehen, da kann man so ein bisschen spielen mit Lichterketten, aber da ist ebenfalls auch weniger mehr. Blumentapeten kann man, wie hier seht, super auch fürs Wohnzimmer nutzen oder eben auch für den Eingangsbereich oder auch fürs Schlafzimmer. Wie wäre es, wenn ihr zum Beispiel eine Arztpraxis habt, mal ein wenig mit einer Blumentapete zu arbeiten für den Wartebereich? Wo man definitiv einen großen Unterschied erkennen kann, ist, wie man die Tapeten damals designt hat und wie man die Tapeten heutzutage designt. Damals war es im Trend, sehr kleinformatige Muster auf die Tapeten zu drucken. Heute geht der Trend eher dahin, großformatige Muster zu drucken, wie ihr eben auch in unserem Hintergrund sehen könnt. Das sind sehr große Blumen, sehr große Blätter und alles, wie gesagt, sehr pompös gehalten. Das Video darf natürlich nicht enden, bevor wir euch nicht was empfohlen haben. Da wir natürlich der größte Online-Händler für Wand- und Bodenbelege sind, gibt es hier die kleine Empfehlung, ihr braucht eine Tapete und dazu einen passenden Boden. Und somit haben wir hier noch ein paar Styling-Vorschläge für euch. Zu einer floralen Mustertapete wie hier zum Beispiel, die ist hier ein wenig heller, passt zum Beispiel auch super ein heller Boden. Wir haben euch hier mal zwei kleine Musterstücke mitgebracht. Hier könnt ihr sehen, das ist super harmonisch zu den rosenen Blüten, ebenfalls auch dieser Boden. Zu dieser Tapete hier, die ja das gleiche Dekor ist, nur in einer anderen Farbe, würde ebenfalls dieser helle Boden hier passen oder auch ein wenig eichenfarbener, also ein bisschen bräunlicher. Hier haben wir nun ein Dschungeldekor. Also ihr könnt sehen, da ist so ein leichter Goldschimmer drin. Hier sieht man das ganz gut. Diese Tapete ist zum Beispiel, wie auch die anderen, mit einer Vinyloberfläche und einem Fließträger, sprich eine Fließtapete. Dazu empfehlen wir euch zum Beispiel diesen Boden hier. Entweder ein bisschen leichter von der Melierung oder ein bisschen stärker. Ein leichter Grauton. Wir hoffen, wir konnten euch nun ein paar Interior-Design-Vorschläge bieten und möglicherweise auch ein bisschen Inspiration. Falls ihr nun Lust drauf habt, euer Eigenheim ein bisschen mehr aufzupimpen, dann schaut schnell in unserem Online-Shop vorbei. Wir haben nämlich super viele Tapeten reduziert. Hier ist unser Online-Shop einmal verlinkt, www.bricoflor.de. Ebenfalls schaut auf unseren sozialen Kanälen vorbei, wie Instagram, bricoflor.de. Da zeigen wir euch natürlich auch immer die neuesten Trends. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden und schreibt uns eure Lieblingstrends in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!